Klaus. Du bist stattlich. Außerdem bist du groß, das verteilt sich doch. Du hast gesagt letztens, was wiegst du? Du bist so lieb zu mir. Ja, du, das war nicht, du hast noch, warst noch nicht mal so schwer, glaube ich, oder? Nee, bist du über 100 Kilo oder sowas? Ja, ja, ja. Naja, das ist bei deiner Größe, das ist doch okay. Ja, alles Muskeln und Samenstränge. Ja. Also mehr Samenstränge wie Muskeln. Der ganze Kerl, ein Samenstrang. Hat's gemundet, Olli? Boah, warte mal. Was du musst doch hier noch zu dem Flugzeug, ach so, oder nicht? Zu der Drohne, ja. 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 Na ja. So, hier vorne. Auf hier rechts. Hier vorne irgendwo. Naja. Ja, da rechts ist vorne, ja, da muss man aufpassen. Mir gefällt das ja gar nicht. Hier so rumgeeiert auf dem offenen Feld. Ich laufe hier hinter die Hütte. Boah, siehst du, also, jetzt zieht es die Ausdauer runter. Also lass uns doch vorgehen zur Radarstation oben. Ja. Ey, hier bin ich ja noch nie gespawnt. Alter, was ist das denn? So ein Scheiß-Spawn. Ich bin hier auch noch nie gespawnt gefühlt. Ohne Scheiß jetzt, man. Sehr lecker. Ich hab die Scheiß-Drohne gerade nicht, man. Lass doch hier sein. Na, an dem versunkenen Haus da links, neben dem versunkenen Haus. Was gab's denn, Olli? Warmes? Ich renne jetzt gerade hoch. Ja, ich sehe dich, Klaus. Oh mein Gott, ich werde sterben, weil ich die Scheiß-Drohne nicht finde, Mann. Alter, jetzt hör auf! Du bist doch auf dieses versunkene Haus zugelaufen. Ja, und, ach ja, ja jetzt. Ja, geil! Ja, ich war dran vorbeigelaufen, Mann. Boah, Mann. Ich weiß schon, dass die hier irgendwo ist. Ja, ich bestimmt gleich wieder Hits. Ja, hier rennt schon was. Ich bin das. Ich bin am Haus jetzt. Nee, am Haus rennt was. Nee, am Haus bin ich, am Haus. Nein, Mensch, schau doch mal auf, wir sind doch oben auf der Wetterstation. Ja, am Haus unten bin ich, am Holzhaus. Ja, aber es geht um das Haus hier oben. Ja. Ich weiß nicht, ob der jetzt weggerannt ist, oder? Das war bestimmt ein Scav. Du brauchst doch Scavs, Klaus, oder? Ja, aber trotzdem renne ich hier nicht einfach so wild rein. Komm leise. Kommt einer hochgelaufen zu euch? Echt? Ja. Den Berg? Ja. Schmeiß eine Nate dahin. Er hat auch eine Nate geschmissen. Ich habe ihn getötet. Alles gut. Ach, gibt's doch gar nicht. Cool. Hier war ein Scav-Matze. Der hat mal gespinnt wie, keine Ahnung was. Gürkchen, Eier, ja. Tomaten, Schnittchen mit Schinken, Salami. Ich weiß aber nicht, ob er allein ist. Da läuft einem mehr das Wasser im Maul zusammen, Olli. Komm rein, Matze. Oh mein Gott. Voll heigiert, Alter. Level 45. Und einen Pilzken. Ein Pilzken, geil. Ich komme hoch zu euch. Okay. Ich bin Kackenklaus. Wenn die Bude muchtet. Ich sehe dich. Ja, ich komme rein ins Haus. Ich muss da mal kurz nachklettern. Ich sitze links im Klo. Nicht erschrecken. Mein Laser siehst du ja. Ich stehe auf der Treppe. Okay. Ey, was war denn das jetzt hier? Der große Loot-Ork hier. Wir wollen doch Quests machen. Ich loote nicht, ich loote. Ich bin ja schon mal nur als Statist unterwegs, das gefällt mir nicht. Ich schneide mal die ganzen Sachen da aus, irgendwo im Busch.
So. Erst zum Pier oder ne, gehen wir erstmal zum Ressort. Alter, was wiege ich denn? 41 Kilo. Ich war auch schon wieder 35 Kilo, Mann. Hast du was Session unter der Brücke machen? Nö, mach du. Nö. Ich bin so schwer, also ich brauche eigentlich gar nichts mehr looten. Ich schmeiß meinen Rucksack. Will jemand eine SVDS? Nö. Nö, da komme ich ja gar nicht mehr aus der Hefe. Ah, ich muss drauf's ja auch mal mitnehmen. Vor allem, ob das Sniper-Scaff da ist. Thomas! Ich danke dir fürs Reinschauen. Wir sehen uns, mein Bester. Bis später. Oder bis die Tage. Schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Wo ist denn der? Ich hau meinen Rucksack weg. Da ist da unten einer, aber oben ist keiner. Na, du kannst sie auch unten umlegen. Ich gehe schon mal rüber Richtung Ressort. Ich bin jetzt an Panzerbrücke. Einer von euch läuft hier vor mir. Ja, ich lauf rüber Richtung Ressort. Ich bin im E-Werk. Wo ist denn der? Braucht jemand von euch auch Scuffs oder was? Mhm. Ja. Oh. Oben vom Ressort werde ich beschossen. Oh. Vom Ressort. Da wird der auf der Platte oder so stehen. Eventuell. Außer der scoped aus dem Fenster raus. Nicht erschrecken, ich hocke hier im Gebüsch. Über dem roten Container nach unten. Bei mir läuft was. Wo bist du, Klaus? Immer noch am E-Werk. Naja, aber wo? In dem Container. Da, wo der die Tasche steht. Okay. Hat der die Nate geworfen? Mhm. Ich sehe ihn nicht. Ich bin sogar im Busch. Links von dir im Busch. Der ist irgendwo draußen, der schmeißt Granaten rein. Ja, dann wird er aber auf der anderen Seite sein, wir haben keine Ansicht auf den. Fenster kaputt. Mhm. Er rennt da draußen rum. Ich. Okay. Alles, was jetzt hinter mir ist, darfst du erschießen. Du bist auf dem V-Platz gerade gewesen. Ja. Ach so. Hinter dir. Ja, der ist hinter dir. Der pusht dich von hinten. Pass auf. Bist du am blauen Zaun draußen? Ja. Ja, dann ist er innen drin und kommt gleich raus, glaube ich. Er ist jetzt an dem komischen Häuschen.
Das ist Klaus, okay. Nicht auf mich schießen. Nee, bleib da, da schießt. Bleib liegen. Ich bin kaputt. Tot. Nein! Granate. Na warte, wenn er dich lootet, leg ihn um den Hund. Aber wer hat denn da gerade auf mich geschossen? War das vielleicht ich aus dem Weg? Oder ich? Ich hab eigentlich an dir vorbeigeschossen, vielleicht kann es mal sein, dass ich getroffen hab. Aber ich bin durch seine Granate. Kannst du noch aim auf seine Leiche? Aim auf ja, Leiche. ja, sag doch mal. Psst. Ich hab doch seine Leiche im Blick. Wo ist der Typ? Keine Ahnung. Der lag doch direkt da unten, oder nicht? Was? Klaus liegt doch hier. Er hat ihn noch nicht gelootet. Mach doch mal keinen Stress. Da hat er gerade. Hast du eine Nate geschmissen? Warst du das? Ja, ich habe eine Nate geschmissen. Ja, das ist nicht gut, weil jetzt weiß er, dass Klaus nicht alleine war. Jetzt guckt er natürlich auch in die Gegend. Das war nicht gut, Alter. Das hat doch gar keinen Sinn gemacht jetzt. Ja, ich habe auf deinen Stream geschaut und habe gesehen, dass sich da einer hinlegt, Mann, das war ein Klaus. Das ist halt dieses Scheiß mit dem Delay, Mann. Gegenüber von dir auf der anderen Seite jetzt an dem Bein. Ja, das können wir jetzt hier vergessen, aber durch die Nate. Ja, haut ab. Ja, oder ich bleibe jetzt hier sitzen, bis er kommt irgendwann. Das Dumme ist bloß, dass er jetzt gewarnt ist und in die Gegend guckt und mich vielleicht hier im Gebüsch sieht. Sprich doch mal vorher mit uns. Ja, das ist gut. Hier in Steppen. Ich auch. Er rennt auf Metall. Kommt bei mir hoch. Oder? Ja. Er sucht dich. Nicht mehr. Ja, lass der rechte Seite wegrennen. Nee, bleib mal. Ich will ihn erschießen. Oh, jetzt geht mein Telefon los hier. Hinter mir ist auch jemand am Telefonieren, meine Frau. Oh. Kriege ich Plack? Oh, eins hör. Vor allen Dingen Anruf, Alter. So, ausgemacht. Ich kann es auch so machen, ich probiere den zu helfen und du aimst mich ab. Naja, und dann schießt er dich auch noch tot. Selbst bei mir. Oh. Selbst Metall, selbst direkt oben am Zaun. In dem Busch. Hier oben auf dem Hill. Gegenüber vom E-Werk. Er ist irgendwo vor mir. Wieder auf dem E-Werk. Ein Piep, Digga. Er geht auf Nummer sicher. Oh, ich freue mich schon, wenn er sich hinhockt und Klaus schießt. Nee. Er ist direkt bei mir hier unten an dem blauen Zaun auf der linken Seite. Okay. Ich bin da oben. Er ist unten am blauen Zaun. Ich bin oben auf dem Berg. Gut. Aber ich sehe ihn nicht unten am Zaun.
Sehen. Oh, er ist gelaufen. So, warte. Pst. Ja, ich sehe. Jetzt komm noch, lass ihn machen. Er fühlt sich jetzt. Bestimmt. Okay, er hat mich auch gesehen. Was? Ha! Er hat mir One-Tap gedrückt, aber sowas krass. Holy fuck. Alter, dann liege ich ja gleich hier auch in der Ecke. Da rennt er rum. Den kannst du schon holen. Er hat mich nur auch in den Busch gesehen, weil ich nach links geleant habe. Aber das muss kein Hacker sein. Geht legit. Ich guck ja hier auch halb mit meiner. Wenn du Weiße. Da jetzt da vorne, siehst du links den blauen Zaun, wo nach hinten geht, oder? Ja, ja. Und da links ein bisschen hoch, da kann ich dir sogar direkt sagen, welcher Busch ich lieg. Okay, aber ich halte hier, glaube ich, auf Klaus erstmal die Vision, weil Klaus sehe ich richtig gut. Da ist er. Der wird jetzt vielleicht auch nicht mehr denken, lass mal nochmal rein. So, das war's. Der macht keinen Mucks mehr. Hast du gekillt? Oder? Ja, ja. Ah, nice. Hast du schön gemacht, Mann. Kannst du meine Leiche auch direkt. Er hat sich erstmal hinlegen lassen. Okay. Sauber. Dann weißt du, was er gespielt hat? Was denn? 300er Blackout mit CBJ-Munition. Du brauchst dich nicht wundern, dass du so schnell umkippst. Ja, ja. Ich würde ihn ja looten. Klar. Ab die jemand, die sieht keiner da unten, glaube ich, oder? Ich renne hoch, schnell ins Ressort, mache meine Quest, renne runter, loote den Hund. Schmeiße Klaus sein Zeug in Sicherheit und bin rucki zucki wieder draußen. Klingelton aus der ja. Hölle, Olli, ja, richtig. Richtig kacke. Ja, so, darauf habe ich gewartet, auf diesen Moment, dass er sich zeigt. Ja, meine Mate war ein bisschen vom. Ja, dein Tod wäre vom Nightbar gewesen, weißt du? Ja. Die Nate bringt ja nichts. Du hast vorhin ein, zwei weggenadet, ja, aber da gehört auch mal viel Glück dazu. Und so. Na gut, aber der war nicht schwer zum Naden. Er hat auf mich geguckt, ich habe auf ihn geguckt, okay. Ich habe die zwei Hits gedrückt. Ja, im Nachhinein hat sie nichts gebracht. Du sagst es, Olli. Das setzt der Plan echt voraus. Oh ja, kein Spaß. Nee, ich will Camping Keller nehmen. Dann sehe ich wieder so schlecht. Sogar offen die Bude. War es das oder muss ich jetzt hier noch was abholen? Wie hieß denn das? Shoreline. Survive and Extract, okay. Meine XP. Ey, das... Ah, Mann, wieder kein SJ6 dabei. Oder Mule. Irgendwas. Scheiße.
Wieder wird während der Quest gelootet. Skandal. Skandal um Rosi. Naja, man kann auch in der Quest looten. Das war ja die Queststelle. Da habe ich schnell noch ein, zwei Sachen mit. Er wäre gerade so Highspots so in der Nähe. Sind also nicht. Oh. Hier wird fliegen irgendwo die Nades rum. Ich glaube, den habe ich auch in die ewigen Jagdgründe geschickt. Oder ist der hier unten? War, hat er nur einen Toten gemimt? Nee, kann doch gar nicht sein. Nö, da liegt er noch. Der hatte auch einen weißen Urlach auf. Ich glaube, der hat da drüben gerade auch. Deswegen war ich etwas verwirrt. Ich hab gedacht, du hast den gleichen zweimal gekillt, oder was? Ja, ich dachte, der hat nur so getan, als wäre er tot. Aber die lassen ja die Köpfe hängen. Aber manchmal ist es ja so, dann denkst du, weißt du, hast einen erschossen? Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Ey, aber das... Da muss ich jetzt gucken, da muss ich mein Body Armor irgendwo hinpacken. Mal Klaus safen. Ja, ist ja gut, Alter. Was hast denn du schon wieder gelootet, sag mal? Klaus, kennen haben wir wieder ein paar Granaten dabei. Klär erstmal den Hügel. Ja, gute Idee eigentlich, Olli. Aber der war weg vom Fenster. Zurück.
Nee, der ist weg, Olli, du hast recht. Der ist weg. Den habe ich nicht erwischt. Scheiße. Mist. Wie, der war gar nicht tot? Ne, der andere, der zweite dann nicht mehr. Ach so. Ey, Alter, ich dachte, ich habe dem voll den Headshot verpasst, Alter. Das war PP-Munition. Wie konnte er das überleben, sag mal? Scheiße, ich habe mich schon gefreut. 2 Kills. Oh, das hätte mir wieder geschmeckt. Wir haben noch 18 Minuten, okay. Hat der Hund sich aus dem Staub gemacht, sag mal. Wasser fällt einfach 100 Grad. Verstehe dich nicht. Wasserfilter einfach 100 K wert. Ja. Die gehen gut. Scheiße. Auf ein Zeug ist erstmal safe, Klaus. Das ist lieb. Meins muss nicht safe, das liegt im Busch, außer er hat meins gelootet jetzt in der Zeit. Das weiß ich nicht. Er lief da oben rum jedenfalls. Ah, dann wurde er wahrscheinlich gelootet gefahren. Mein Gott. Was ist denn? Deine Waffe schleppe ich ja hier noch mit mir rum, Klaus. Die muss ich natürlich noch wegpacken. Nee, ist die gut, ne? Ja, es sieht aus wie meine, irgendwie. Nur, dass du einen Hammer drauf hast. Ja. Und einen RK2, wie es aussieht oder sowas. Ja. Packe einfach meine ins Gebüsch und nehme Klaus. Du bist clever. Ja. Du bist so ein witziger Typ. Wahrscheinlich mit einer Zapralo-Weste rum, so, Alter. Jetzt gehe ich erstmal ins Chat und beschimpf dich. In Chat und beschimpfst mich nach Strich und Faden. Ja. Nicht, dass mir das gleiche passiert wie ihm gerade. Müsste ich nur noch Killers Helm haben oder so, so richtig Juggernaut-mäßig unterwegs. Jeder kann dich anschießen. Dir passiert nichts. Die Body Armor ist übelst ein Monster, Junge.
gleich komme ich gar nicht mehr aus der Hefe. 56 Kilo. Der tägliche Unterhosenwechsler. Das ist ja eine hammerharte Beleidigung, Klaus. Also das geht ja fast zu weit, so unterste Gürtellinie. Das ist kurz vorm Bann. Ja, Perma-Bann. So, hätten wir das. Und außerdem, ich kann auch noch anders, ne? Reiz mich nicht. Nein, ich bin ja schon ruhig. So, habe ich einen Klaus? Search. Das. So, dann mache ich mich jetzt aus dem Staub. Was ist der Schmecken, Klaus? Ich sehe gerade, wie du mein ganzes Gästeck machst. Ja, ist eigentlich dein Shop gewesen. Gar nicht. Oh, ein Frauen telefonieren. Ah, du hast ja das Pech, dass sie noch hinter dir im Rücken sitzt, oder? Nee, die habe ich gerade weggesteckt. Ah, okay. Vor dem Spot geht. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Ja, sei mal hart, greif mal durch. Aber nee. Du bist ja nicht mal Sonjas Bester. Genau. Oder renn ich zum Tunnel? Oh, ich war schon Rotzwetter. Ja, richtig kacke. Oh, ist mal trocken. Also als ich vorhin draußen war, also am Fenster war, hat es aufgehört zu regnen. Und es war so ein schöner, kühler Herbstabend. Schöner, kühler Herbstabend. Ist gefeven, ja, richtig. Oh Mann, könnte ich mich ärgern, dass ich den da nicht noch erschossen habe. Er war auf einmal weg und ich dachte, er ist rückwärts nach hinten gefallen. Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast, Olli. Aber vorher habe ich natürlich schon mal Klaus sein Zeugs weggeholt. Uiuiui, das war echt riskant. Da hätte ich schon eher auf dich hören sollen. Es sind immer zwei mehr, wie man denkt. Naja, sein Zeug habe ich. Meine dicke Body-Armor kommt wahrscheinlich ja auch wieder zurück. Ja, die findet, glaube ich, keiner.
Sonja versucht, Matze anzurufen. Olli. Ach, geil, aber die Sprüche immer. Genau wie letztens baumeln deine Beine eigentlich in der Luft. Das ist ja schon Mobbing. Ja. Es geht gar nicht. Ich hab's mal versucht. Ich kann meinen Stuhl gar nicht höher stellen. Ich kann ihn nicht so hochstellen, dass meine Beine in der Luft baumeln. Ja, Quest fertig, 4000. Ich habe doch noch einen gekillt irgendwie. Also ich habe zwei erschossen. Ey, das habe ich ja noch nie gelesen hier. Ach, so heißt sein Name. Ich bin ja dumm. Ich dachte, das wäre jetzt hier. Ich wundere mich, Alter. Ach, Klaus, das erinnert mich wieder an dieses Scheißspiel.